Heute am Ende von Woche Nummer 69 und wenn ich da dann die Tage wegrechne, wo wir nichts gemacht haben, sind ja ganz, ganz wenige. Ja, recht herzlich willkommen zu Sendung, ich glaube 325. Ist es ein Wahnsinn, so lange seid ihr schon mit dabei. Weltklasse. Guten Morgen Österreich und guten Morgen, wo immer ihr heute mit dabei seid. Ich würde sagen, wir starten hinein in den letzten Tag dieser Woche mit einer ganz einfachen Übung zunächst einmal. Wir schauen, dass wir ungefähr mal so schulterbreit stehen oder leichte Grätsche. Und wir fühlen einmal nur hinein, genau, ganz wichtig, einmal hineinfühlen und dabei beginnen sich ganz langsam einmal so von rechts nach links zu bewegen. Ankommen ist immer wichtig, die nächsten Minuten, die gehören nur euch. Das sind eure Qualitätsminuten, ja? Das ist ganz, ganz wichtig, Handys, alles abdrehen. Jetzt geht es um euren Körper, eure Gesundheit und euer Wohlbefinden, okay? So. Sehr schön, von rechts nach links, ganz locker. Dann können wir da ein bisschen größer werden von der Bewegung. Die Damen und Herren, die sich unsicher fühlen, haben immer die Möglichkeit, da ein bisschen mit den Zehen sich abzustützen, da zu tippen. Ja, die anderen ziehen nach oben, werden größer. Okay, und jetzt kommen dann schon die Arme dazu. Und wir gehen hinein in unser Tanzerl, sage ich immer. So nenne ich die Übung. Rechts, links und da können wir so in die Knie gehen, genau, schwunghaft oder schwungvoll hineinstarten in den Tag. Und das bei Sonnenschein, Herrschaften, das ist herrlich. Ja. Jetzt haben wir gedacht, irgendwas ist anders. Ja, hinter mir den Busch haben sie geschnitten. Ja. Wahnsinn, der Friseur war da. Ja. Und rechts, links gehen wir, komm, bleiben wir dran. Und wir schauen uns gleich das erste Foto an. Und zwar der Erich hat mir geschrieben, der Enkel Paul. Ein Foto, das ist ein Video, ja, und zwar ganz, ganz cool. Der Enkel Paul hat sich gedacht, er programmiert den Roboter, damit er auch mitturnen kann. Schaut sich das einmal an. 12 Jahre, ja, coole Geschichte, oder? Also, wir bewegen nicht nur Menschen, sondern auch Roboter. So ist gut. Und geht schon ein bisschen schwungvoller. Die Einsteiger fangen locker an, schwingen einfach nur so, lassen die Atmung fließen. Und die Profis natürlich, die geben richtig Gas. Genau, ein bisschen in die Knie gehen. Kreislauf in Schwung bringen, dynamischer Start hinein in den Tag. Gut, wir werden ein bisschen kleiner von der Bewegung kommen zurück. Wir bleiben aber gleich bei der Dynamik und zwar wir skaten. Ja, rechts, links, versucht es einmal ganz locker, Einsteigervariante. Ja, einfache Bewegung, fortgeschrittene werden größer und egal ob klein oder große Bewegung, versucht einmal kurz hier zu halten, zu stabilisieren. Das heißt, die Gleitphase auszunutzen. Wir drücken uns ab, wir gleiten, ja, wir sparen praktisch Energie beim Fortfahren, also beim Fahren. Und dann können wir das richtig schön groß machen. Das sieht man eh immer bei den Eisschnellläufern, aber auch bei den Speedskatern, ja, mit den großen Rollen, wie schnell die immer unterwegs sind. Ja, und apropos Sport, Profisportler mitfahren ja Doppler Horst, unsere beiden Beachvolleyballer hier zu Gast. Ja, und beide haben wir gestanden nach der Sendung. Sie waren froh, dass es vorbei war. Es war ziemlich anstrengend. Und man hat auch gesehen, dass Sportprofis ja, auch so ihre Schwächen haben. Zum Beispiel bei der Standwaage, bei Clemens. Ja. So, geht schon, komm. Und wir bleiben dran. Genau, große Bewegungsgröße, Einsteiger, locker, fangen an, heben an. Die Damen und Herren, die vielleicht eine Gehhilfe haben oder so, machen einfach nur so. Genau, super, ganz locker. Das Schöne ist ja bei uns, jeder macht es so gut er kann. Bitte achtet aber drauf, auf die Qualität und Herrschaften, gehen wir. Komm, jetzt legen wir einen Zahn zu, werden etwas schneller. Ja, sehr gut. Und gehen wir. Ja, und einer, der auch schon seit Herbst mit dabei ist, ist unser nächstes Foto aus der Ostschweiz. Jetzt habe ich meinen Namen nicht aufgeschrieben. Ah, der Ivo, genau, der Ivo ist es. Hallo Ivo, grüß dich, oder grüezi, oder, sagt man da. Und wir kommen wieder retour, werden kleiner von der Bewegung her. Schön langsam gleiten wir aus und atmen einmal durch. Ja, Kreislauf ist in Schwung, so soll es sein. Nächste Übung. Für die Damen und Herren, die sich unsicher fühlen, stellen Sie bitte irgendwo hin, wo Sie eine Wand haben zum Anhalten. Denn wir verwurzeln jetzt, heben ein Bein an, greifen vorne hin und ziehen unser Knie nach oben. Damit dehnen wir unteren Rücken, Gesäß, hintere Oberschenkel. Ja. Einsteiger natürlich haben auch die Möglichkeit, da unten hinzugreifen und nach oben zu ziehen. Atmung fließen lassen dabei. Sehr schön, wieder nach unten kommen. Andere Seiten.
Wir kennen das und fallen vielleicht für alle Damen und Herren, die noch nicht so lange mit dabei sind. Dehnen ist ein ganz wichtiger Faktor. Warum? Da wir immer mehr verkürzen, ja, vor allem mit fortschreitendem Alter, nach oben ziehen oder einfach nur die Einsteiger versuchen, unten hinzugreifen. Ihr könnt euch, wie gesagt, gern zu einer Wand hinstellen, da fühlt ihr euch sicherer. Nach oben ziehen, hoppala. Ja. Auch unser Standbein ist dann gleich gefordert. Das heißt, wir dehnen nicht nur, sondern mit dem anderen Bein stabilisieren wir. Ja, unsere Fußsohle auch da gefordert, merkt man, wenn es ein bisschen wackelt. Ja. Und das sind diese Kleinigkeiten, die schlussendlich ausmachen, wenn man das über einen längeren Zeitraum ausübt. Ja. So, einmal noch rechts, einmal noch links. Genau, so. Nächste Übung, unsere Kniebeuge mit Kniehub. Also, sieht folgendermaßen aus. Wir heben an, Kniehub, steigen drüber. So, jetzt gehen wir mit dem Gesäß nach unten. Einsteiger, fortgeschrittene Profis, schieben übers Gesäß wieder nach oben, ja, und ziehen dann bei. Also, drüber steigen, nach unten gehen, nach oben, beiziehen und auch wieder drüber steigen. Immer da der Kniehub. Einmal, Kniebeuge, zweimal. Ja. Das ist unsere Übung. Catcher nach unten, jawohl, oben drüber, wieder andere Seiten, nach unten. Bitte achtet bei der Kniebeuge drauf, ja, nicht nach vorne, sondern immer wieder drauf schauen, Bauchnabel zieht nach innen, wir gehen nach unten, versucht so gut wie möglich, ja, Oberkörper bleibt aufrecht, so gut es geht, genau, zieht nach innen, nach unten, wie auch immer, so gut es geht, und dann schieben wir schön übers Gesäß nach oben. Das ist wichtig, ja, also gescheit einmal eine qualitativ hochwertige Kniebeuge zu machen, vielleicht nicht ganz nach unten und erst dann, wenn es richtig geht, gehen wir weiter nach unten, okay? So, und jetzt machen wir noch 7 gemeinsam, 7, 6, 5, lächeln, 4, 3, 2, und eine haben wir noch. Bei der letzten gehen wir jetzt nach unten. Langsam nach unten. Ja, das kennen wir schon. Jetzt darf es euch brennen. Versucht ein bisschen weiter nach unten zu gehen noch. Arme kann man auch weiter nach vorne gehen, wenn ihr möchtet. Bauchnabel zieht nach innen. Jawohl, schön. Anspannung, Körperspannung, die ist da. 4, 3, 2, 1. Und wir schieben nach oben. Kurz einmal durchatmen. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu unserer Wadenmuskulatur. Dazu stellen wir sie eng zusammen. Wenn ihr Hilfe braucht zum Anhalten, macht es, alles in Ordnung. Und jetzt, praktisch drücken wir uns über die Fußballen nach oben. Das heißt, wir heben unsere Fersen an und kommen wieder Richtung Boden nach unten. Und kurz über den Boden, da stoppen wir. Also wir setzen nicht auf, sondern drücken uns nach oben, kräftigen unsere Wadenmuskulatur, haben auch den vorderen Schienbeinmuskel mit dabei. Ja, sehr schön. Lächeln aufsetzen, ein ganz wichtiger Faktor. Gestern zum Beispiel habe ich hier ein Foto gezeigt von der Susanna, die operiert wurde, Chemotherapien hatte, wie ich immer. Und sie sagt, gerade dieses Lächeln, ja, der Spaß an der Sache, das tut ihr so gut. Ja, und das tut uns allen gut, Herrschaften. Ja. Denkt dran, wir können so viel mit unserem Kopf steuern. Genauso ist es. Jawohl, super, nach oben. So, und jetzt da, werden wir eine Spur breiter und wieder nach oben. Jetzt schon. Jawohl, sehr gut. Und die Damen und Herren, die sich anhalten, alles ist in Ordnung. Genauso auch, wenn ihr sagt, ich brauche eine Pause. Ja, sieht ja keiner. Wisst ja nur ihr. Ja? Sehr schön, nach oben. Mit der Ausatmung. Und jetzt sind wir noch eine Spur breiter. Ja? Geht schon, komm. 4, 3, 2, 1. Und einmal noch nach oben. Kurz einmal halten. Versuchen zu halten, so kurz geht. Sehr schön. Und jetzt gehen wir langsam nach unten. Super. Kurz ausschütteln. Ganz locker vielleicht einmal einen Schluckerl trinken. Es ist doch ziemlich warm heute wieder. Auch dazwischen immer wieder. Sehr gut. So, wir kommen zum Oberkörper. Dafür stellen wir jetzt ein Bein nach vorne. Ja, haben wir einen guten Stand und jetzt ziehen wir. Also zuerst greifen wir da ineinander. Ja, beide Handflächen vorne wachsen praktisch zusammen, kann man sagen. Und jetzt ziehen wir nach oben und machen so kurze Bewegungen. 1, 2, das heißt unsere Arme ziehen nach oben. 3, 4. Kurz ein bisschen lockern, wieder 1, gestreckte Arme nach oben, nach hinten ziehen und wieder, und jetzt kommen, 1, 2, 3, 4 und gehen wir, komm, 1,
2, 3, 4. So, ganz kurz ausschütteln. Stellen wir das andere Bein nach vorne. Ja? Auch da wieder. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir haben einen leichten Ausfallschritt. Arme sind nach oben gestreckt und ziehen dann nach hinten. Ja, sehr schön. Und wieder. 1, 2, 3, 4. Und nochmal. Gehen wir, komm. 1, 2, 3, 4. Und damit geht es noch. 1, 2, 3, 4. Ja, merkt beim Rücken, so soll es auch sein. Sehr schön. Okay, gut. So, nächste Übung wird jetzt ein bisschen dynamischer. Und zwar, wir bleiben so ungefähr so schulterbreit stehen. Ja, leichte Grätsche. Und jetzt 1 nach vorne die Arme, ein Arm nach vorne, der andere zur Seite, nach hinten. Dann beide Arme zur Seite, dann wieder einer nach vorne, nach hinten. Wieder beide Arme zur Seite, einer nach vorne, einer nach hinten. Ja, ich probiere das halt immer wieder so zu erklären, denn wir haben auch einige Damen und Herren, die eine Einschränkung, also eine Seheinschränkung haben und mit dabei sind. Das finde ich super, deswegen versuche ich so gut wie möglich die Anweisungen zu erklären. Also, ein Arm schwingt nach vorne, ein Arm nach hinten, dann beide Arme zur Seite, dann wieder einer nach vorne, einer nach hinten und wieder seitlich nach oben. Genau, und dann lassen wir es jetzt richtig fliegen. Sehr schön, und gehen wir, komm, bleiben wir dran. Atmung fließt, jawohl, sehr gut. Ja, sehr schön. Vorne, jawohl. Und gehen wir, eins, ja, sehr gut. Und einmal geht noch, lächeln. Okay, super. Kurz durchatmen. Jetzt kommen wir zu unseren Schultern. Und zwar beginnen wir mal hier unsere Schultern anzuheben. Ja, einfach nur mal zu kreisen. Hoppala, jetzt rinnt mir schon der Schweiß ins Gesicht heute. Apropos Schweiß, ich glaube auch die alle haben geschwitzt. Und zwar, wir haben eine Gruppe, habe ich hier, glaube ich, sehen wir ein wunderbares Foto am Steg, am Wörthersee. Und zwar die Silvia mit Freundinnen und auch die Mama Renate, 90 Jahre jung, ist mit dabei. Also fleißig, schöne Kulisse. Ja, das vermisse ich ein bisschen. So, jetzt wieder nach vorne. Wieder nach vorne kreisen. Ah, nach vorne. Genau, sehr schön. So, jetzt werden wir ein bisschen größer. Nehmen unsere Arme mit, schwingen richtig schön. Arme schwingen. Nach vorne. Genau, damit wir richtig aufwärmt sind. Dann heute gehen wir ja wieder ins Wasser. Zwar nicht in den Wörthersee, aber wir schwimmen 200 Meter. So, jetzt kreisen wir noch schnell nach hinten. Nach hinten kreisen. Okay, so, kurz zur Erklärung, 200 Meter Lagen, ja? Das heißt, wir beginnen zunächst einmal mit Delfin, sieht so aus, drückt nach hinten ab, kommen nach vorne, Delfin, ja, okay, erste Lage, dann kommt Rücken, da ziehen wir einfach richtig schön nach hinten, Rücken schwimmen, ja, dann haben wir Brust, das kennen wir, versuchen wir, dass wir auch da wirklich schön nach hinten drücken, Arme nach vorne, genau, Brust. Und dann kommt noch Kraul. Ja. Dabei achten wir darauf, dass wir richtig schön nach hinten abdrücken. Hoher Ellbogen, so gut es geht. Und immer da abdrücken. Ja, okay. So, dann würde ich sagen, Regie bitte ab und wir gehen ins Wasser und ich muss gleich zum Peter schauen, oder? Wann geht's los? Achtung. Eingesprungen, Startsprung und geht schon. Wir schwimmen Delfin. Richtig schön nach vorne, jawohl. Die ersten Meter, da haben wir noch genügend Kraft und Power. Aber ganz wichtig, teilt euch die Kräfte ein. 200 Meter im Wasser können relativ lange sein. Genau, und die Profis unter uns, die gehen mit dem Oberkörper mit. Einatmen, ausatmen. Jawohl, sehr gut. Sehr schön. Gleich sind wir bei der Wende. Wende und geht schon. Und wieder retour, wir machen uns lang, zack, unter Wasser. Und jetzt ziehen wir nach hinten. Jawohl, wir schwimmen, super. Sehr schön. Wir ziehen, bleiben dran. Herrlich. Ja, geht schon, komm, komm, komm. Und schöne lange Züge. Wir sind vorne mit dabei, Herrschaften. Wir schwimmen hier um die Medaillen. Sehr gut. Jawohl. Und wir schlagen wieder an, zack. Und jetzt unter Wasser, oh, jetzt war ich ein bisschen schnell mit, nein, wir führen wahrscheinlich. Unter Wasserzug und Brust und gehen wir schon. Und
Und Herrschaften, geht schon, sehr gut. Lange, große Züge. Nehmt den Druck mit. Nutzt die Gleitphasen aus. Jawohl, die Fans, man hört es im Hintergrund. Da wird schon angefeuert. Das ist super. Und auch wir bleiben dran. Geh mal, komm, das ist die letzte Belastung heute hier, bevor es ins wohlverdiente Wochenende geht. Und geht schon, komm. Da gehen wir. Wir geben alles. Super. Wir bleiben dran, Herrschaften. Also, bumm. Und Achtung und. Okay, zack, pum, und jetzt geht's retour. Und jetzt die letzte Länge. Geht schon, jetzt geben wir alles. Es geht um Gold. Come on, let's go. Keep on. Jawohl, wir bleiben dran. Ihr seid super. Geht schon, komm. Schön nach hinten ziehen. Auch wenn wir schwitzen, ist egal. Geht schon, komm. Jawohl, schön. Ja, und wir geben alles. Jawohl, das könnte sich ausgehen. Für Gold. Jawohl. Herrschaften, ihr wart's ein Wahnsinn. Sensationell. Wir haben Gold geholt. Unglaublich. Bin stolz auf euch. Wir sind das beste Team überhaupt. Und jetzt stellt euch vor, Donauinselfest in Wien, die große Bühne und wir alle turnen gemeinsam. 200.000 Menschen. Das ist so mein Traum und es wäre urcool, wenn ihr da mit dabei wärt. Ja? So, jetzt geht's einmal ins wohlverdiente Wochenende. Die ganz, ganz Fleißigen, die können natürlich in der ORF-DVD nachturnen. Bitte bewegt euch auch, wie gesagt, an den Tagen Samstag und Sonntag. Geht's raus in die frische Luft. Ja. Und natürlich auch am Wochenende ganz, ganz wichtig, trinken. Denn die Zelle, die muss schwimmen, da machen wir ein gescheites Schluckerl. Und versucht einmal, ein bisschen runterzukommen, Handy weglegen und einfach das Leben, die Energie, die Sonne nur genießen. Schönes Wochenende.